Das ist Liebe. Ja, Mikasch, das kennst du nicht? Du bist ja eher so auf der Seite des Hasses und Leute abstechen. Das ist natürlich... Der war jetzt auch gemein, ne? Da ist noch was. Das können wir mal erforschen. Und dann brauchen wir eine Werkstatt. Unbedingt. Dann nehmen wir dann die. Also wir fahren erstmal dahin. Und dann dahin. Verletzt meine Gefühle, das verletzt dich. Du hast angefangen mit Was ist Liebe? Was soll ich denn daraus schließen? Wenn du mir mal dein Messer zeigst. Hä? Hast du mal darüber nachgedacht? Immer bin ich schuld. Ja, jederzeit anders sein. Aber Mikasch, du weißt doch bestimmt, was Liebe ist. Hier in der Community ist doch... Da wird doch Liebe versprüht, oder nicht? Wir haben uns doch alle gern. Oder wie oder was? Mag euch, also friere ich euch ein. Das ist jetzt weird. Tiefkühltruhe regelt, okay. Vaya recto. Buscando una nueva ruta. Ajá. Ach, schon wieder so eine fucking Arbeitsagentur. Aber irgendwie war das schon wieder komisch hier mit der... Ich hab doch gesagt, wo wir jetzt sind, ist die 1. Und das ist die 2, oder nicht? Oder habe ich erst darauf geklickt, weil ich dumm bin? Alter, was ist denn da schon wieder los im Chat? Ich will aber nicht frieren so schnell, Mikasch. Solange du Vanilleeis mit in die Tiefkühle legst, ich damit einverstanden. Keine Sorge, Marie, ich kümmere mich um euch alle. Und jetzt kommt meine hat Sternchen, Sternchen als Domina. Da höre ich auch oft Stories. Denk mir nur, OMG, what the fuck. Deine was hat was als Domina? What? Zweitjob. Okay.
Estamos preparados para salir. Okay. Das heißt, deine Freundin verkloppt die ganzen Männer. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Die gerne mal den Arsch versohlt haben wollen, weil sie sonst in Machtposition sind. Vaya recto. Ah! Oh, das war knapp. Kann Annie noch was lernen? Dominator zu sein gegenüber uns. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Das ist irgendwie weird. Können wir irgendwie mal über normale Themen sprechen? Alter. Ja, eben. Das ist ja... Du sagst es jetzt zum wiederholten Male. Wegen euch kommen keine neuen Leute hierher. Wenn die hören, über was wir sprechen, sind die sofort wieder weg. Alter. Ja, wir reden jetzt über Blumen. Aber nicht Blumen und Bienchen. Nenn nicht, dass ihr wieder in die Richtung geht. Josie, nein! Aus jetzt! Böse Josie. Vaya recto. Keine Ahnung, irgendwas. Können wir nicht irgendwas Normales reden? Was weiß ich? Habt ihr Winter- und Sommerbereifung oder habt ihr. oder habt ihr Ganzjahresbereifung? irgendwas, womit man nichts irgendwie in Richtung sexuell deuten kann, muss, sollen, tun. Oh, was ist denn das hier schon wieder für eine Scheiße hier? Geht schon wieder nicht voran. Ich habe für meine Mutti jetzt Pflanzen ausgesät unter Kunstlicht. Okay. Ja. Da wären wir wieder bei Samen. ja. Natürlich habe ich das. Alter, was hat denn der für einen Zug auf einmal drauf? Gira a la izquierda. Okay, Mikas hat eine Blumenwiese gepflanzt für Bienen. Das ist auch toll. Haben wir noch gar nicht gemacht dieses Jahr. Aber meine Frau ist auch gerade dabei, erstmal den Garten fit zu machen, um dann Sachen zu pflanzen und so. Hast du Hänge-Erdbeeren? Nennt man so jetzt Schlepphoden oder was? Hänge-Erdbeeren. Was ist da denn?
Oh Mann. Wollen wir es nochmal auf die Seite legen? Ah, nein, lieber nicht. Tausend und einen Dank. Klaus mir zwei, denke. Ja. Moin, Schulle und Schulles Crew. Danke für den Raid. Kommen Sie rein. Vaya recto. Wir haben gerade das Thema, was sind Hängeerdbeeren? Sind das die neuen Schlepphoden? Man weiß es noch nicht. Wie redest du über Frank und Charlie, meine geliebten Erdbeerpflanzen? Du meinst deine geliebten Schlepphoden. Da komme ich ja gerade richtig. Genau, Schulle, da kommst du gerade richtig. In unserem Alter kennt man sich mit Schlepphoden aus. Eieiei, Bremsen. Esté preparado para girar a la derecha. Nicht jeder kann mit sowas umgehen. Yes, 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 yes. Gira That's la true. Derecha. That's true. Ist das Aquí hier schon? Estamos, sin problemas. Ja, ne? Da. Kicke mal, du. So, Wartung. Wir warten mal das Auto. Schaden, ja, komm, das... Wie war das? Alles reparieren. Bestätigen. Und das können wir mal austauschen. Der Rest, ja komm, das geht auch noch hier. Zack. Wo ist dein amerikanischer Trucker-Akzent, Andy? Hast du den nicht trainiert, bevor du das Game gestartet hast? Nee, hab ich nicht. Da fällt mir ein Flachwitz ein. Was ist ein Mann ohne Beine? Ein Sackhüpfer? Dann mach mal, ja. So, was haben wir hier? Bestätigen. Zack. Weißt du, Andy, ich komme hier, um einen anständigen Stream zu sehen und du redest schlecht über Hängeerdbeeren. Ich rede nicht schlecht darüber. Es war eine Frage. Was sind Hängeerdbeeren? Sind das Erdbeeren oder ist das die neue Bezeichnung von Schlepphoden? Erdnüsse, ja, gut. Mann ohne Beine sind Erdnüsse. Okay, ja. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Oh Gott, der wird übel, glaube ich. Wenn wir schon mal hier sind, wollen wir noch mal gucken? Ah, 93.000 ist noch nicht genug, ne? Ja, komm, wir machen erstmal noch einen Auftrag. Und wenn wir noch Zeit haben zum Ende... Ach. Ja doch, ich bin ja richtig. Wenn wir Zeit haben... Um die Häuser ziehen natürlich. Ja, 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 ja. Böse, böse. Böse, was da jetzt schon wieder rauskommt. So. Wir machen jetzt mal wieder Preis. Ah. Ich will auch nicht so weit fahren. Das ist aber... Ach, das war das Preisstreckeneinheit. Hier, ein bisschen Ethan. Nochmal nach Phoenix ballern. Oder nach Yuma. Kriegen wir ein bisschen mehr. Machen wir das. Das sollten wir schaffen. Es sind Erdbeeren, die nach unten wachsen. Man kann sie also in die Höhe packen. Ja, okay. Wenn du das sagst, ich habe noch nie davon gehört. Meine Güte.
Ist mir egal, was du zu Hause so anstellst. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Ups. Oh ja, man sollte vielleicht erstmal nach links gucken, ob da was kommt. Kommt nix. Gira a la derecha. Ja, Frankel, das kann auch wieder nur von dir kommen, der Spruch. So, wo ist der Scheiß? Da hinten oder was? Oder muss ich... Nee, ich muss hier noch aufs Gelände. Pass auf, dass du die virtuellen Drogentests im Simulator bestehst. Frankel Gaming, war so klar. Acabamos. Falls neue Leute hier sind, der Mann da ist verrückt. Welcher Mann denn? Steht bei dir gerade jemand an der Tür oder was? Sollen wir die Polizei rufen? Sag uns deine Adresse. Ah, fuck. Nicht mal real ist. Er ist nicht real. Mikasch, was ist los bei dir? Was schiebst du für ein... Oh Mann. Es wird nicht besser hier, ne? Frankel, was geht denn bei uns nächste Woche? Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ja, läuft. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. So, 75 Meilen dürfen wir hier längs blasen. Ah, es geht ja wieder nicht, ne? Weil wir jetzt im World of Trucks sind. Ich glaube, was war das? 65 Meilen. Schneller kann ich jetzt ja eh nicht. Ich habe Kuchen überfressen, mir geht's nicht gut. Ruf den Notdienst. Für Kuchennotfälle. Ja, kann ich machen. Oder mein Mod übernimmt das. Marie? Mantente la izquierda. Ich darf nicht telefonieren, während ich Auto fahre. Ja, bis Mittwoch ist der Genitalherpes weg, Frankel. Auf jeden Fall. Da bin ich wieder fit. Ich muss sowieso mal gucken, wie das jetzt alles so läuft, weil ich musste meine alte Grafikkarte wieder einbauen. Muss ich erstmal gucken, wie das mit den ganzen Spielen jetzt so läuft. Ja, die neue hat Mucken gemacht.
Die neue Grafikkarte hat sich immer aufgehangen. Also ich habe einen schwarzen Bildschirm gekriegt und dann sind die Lüfter wie bei so einem Düsenjet. Zuerst war das irgendwie immer nur beim Schnittprogramm und ich dachte, es liegt am Schnittprogramm, weil Nvidia und Premiere bei mir schon mal irgendwie Probleme hatten. Aber gestern beim Stream ist das auch passiert. Ich habe gerade mal 10 Minuten gestreamt. Bam. Und jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die getauscht kriege oder zurückgeben kann und dann eine neue kaufen, repariert, was auch immer. Mantente a la izquierda. Erstmal sehen. Komischerweise läuft jetzt die alte wieder besser als vorher. Ich habe keine Ahnung. Continúe a la derecha. Mein PC ist komisch. Wo sind die Kohlen? Ihre Schirmsteller da draußen haben mir was von $1 Million erzählt. Sangre a la derecha. Wuhu! Schulle, danke für dein 2 Monate Prime-Abo. Grazie, Senor. Es wird schon wieder dunkel, ne? Machen wir schon mal Licht an. Das hier verbrannt gerade. Nicht doll, aber schon strange. Oh, ein Eis. Schulle holt sich ein Eis. Ja, dann zieh dir mal durch, Alter. Lecker, lecker. Lecker, lecker! Lecker, schmecker, Eis! Vaya recto! Hast du Chicken Nuggets im Ofen, die du vergessen? Nee! Ich hab eigentlich nichts mehr im Ofen. Hoffe ich. Der Kamin ist an, aber der ist ja zu. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat der Hund den aufgemacht oder so und hat mal was nachgelegt. Ich weiß es nicht. Es kann auch von den Lampen kommen. Kennt ihr ja, weißt du, wenn da so ein bisschen Staub drauf ist und die Lampen werden warm, riecht das ja auch manchmal so ein bisschen verbrannt. Vielleicht brennt auch gerade mein Schlepphoden, man weiß es nicht. Meine Hänge-Erdbeeren, meine ich. Oh nein, wir haben keine Musik mehr. Naja, kriegen wir auch ohne Mucke jetzt hin, ne? Die letzten paar Meter hier.
glaube, ich muss mir da mal was zusammenstellen, was länger geht als... Obwohl, waren, glaube ich, ziemlich genau 3 Stunden, wie das gelaufen ist. Vielleicht sollte ich die Musik erst anmachen, wenn der Stream auch richtig läuft und nicht schon, wenn der Countdown ist. Man weiß nicht. Wenn der Countdown ist, das gute Deutsch, diese... Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Wenn die Technik mitspielt, ich werde das jetzt die Tage mal ausprobieren. Ich will jetzt noch nichts versprechen mit der Grafikkarte, die ich gerade eingebaut habe. Aber sollte das alles klappen, zocken wir Freitag mal wieder Ranch Simulator und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wenn das Spiel läuft. Aber warum nicht? Es lief ja vorher auch auf der alten Grafikkarte. Aber gut, ich weiß halt nicht, wie die Performance ist. Es gab ja nun mal auf der Grafikkarte, die wir jetzt wieder drin haben, 1-2 Spiele, die nicht so ganz rund liefen. Zuletzt auf jeden Fall. Aber da werde ich mich wahrscheinlich morgen mal ransetzen. Mal so einen Probestream machen und so, ob das alles passt. Ja. Schalte mal in den 2. Gang. Ich bin im 13. Gang, du Ochse. Kannst du nicht lesen? Schalte mal in den 2. Gang. Wir sind gleich da. Bald. Sind nur noch 57 Meilen, die sitzen wir hier auf der halben Arschbacke ab. Dann kannst du doch noch mal runterschalten. Was soll schon passieren, ja. 13? Das bringt Unglück. Ja. Ich kann aber nicht runterschalten, weil das ist Automatik. Ich habe Automatik eingestellt. Wie sollen wir denn so auf der Rückbank schlafen, Junge? Mein Oettinger ist auch schon umgekippt. Oh, das gute Oettinger! Ei! Warum fauler Fahrer? Weil ich nicht schalten will? Weil ich nicht jedes Mal 13 Gänge durchjagen will? Ich liebe Automatik. Da kannst du nebenbei futtern, trinken... Ist voll geil. Hast immer eine Hand frei. Kannst deinem Beifahrer an der Eier spielen. Alles. Kannst du alles machen. Ist toll. Einsamen Nachtstunden setze die Hand dann anderweitig frei. Ja, also ich kann auch an mich selbst rumspielen, was leider ein Nachteil ist. Also nachher gefällt mir das, dass ich an mir rumspiele und dann mache ich die Augen zu, mache und dann knack, sitze ich jemanden hinten drauf. Das ist nicht gut. Das sollte man nicht machen. Schön an den Schlepphoden rumfummeln.
Esté preparado para so nämlich. Schunnel versteht mich. So, ist noch gelb, ne? Das ziehen wir jetzt schnell noch durch. Gib Gas! Oh. Bist du heute wieder auf dem Rastplatz, Kabine 4, auf der Toilette mit dem Loch in der Wand? Mit dem Glory Hole in der Wand? Ja, vielleicht. Continúe a la derecha y vuelva a girar ich weiß a la es derecha. Noch nicht. Gira a la derecha. Wer ist wahrscheinlich nicht der erste Trucker? Hey, hey. Was war denn das jetzt schon wieder? War da was? Hab ich jetzt die Mutti überfahren oder was? Perverser, was du schon wieder denkst. Na, was hast du gemeint damit? Da stand eine mit einem Minirock. Ach so. Continue a la derecha. Und die habe ich jetzt ich weggerockt. Gott, war das schlecht. Gira a la derecha. Hier tun sich Abgründe auf. Ich bin entsetzt. Und neugierig. Kann ich verstehen. Boah, lass mich raten. Ich muss hier gleich rein. Ach, das ist doch kacke. Oder? Oh nee, ich kann noch weiterfahren. Oh, ich dachte gerade, ich muss jetzt hier gleich... Gira a la derecha. Das wäre bös gewesen. Esté preparado vom Winkel para her jetzt, ne? So. Wir sind... Wir sind gira da? A la izquierda. Nee. Stück noch. Da, vorne müssen wir hin, alles klar. Da, 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 da. Da, 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 da. So Leute, ihr habt es gleich geschafft. Stream ist gleich vorbei. Gira a la derecha. Ja, mit manchen ja, Winkeln ist das nicht so schön. Oh Mann, Alter. So, den kennen wir ja hier. Dann nehmen wir lieber den. Der ist denn, glaube ich, schon schlimm genug hier. Ne? Man sieht es ja jetzt schon wieder mit dem Winkel hier. Perfekt, oder? Ja, fast. Fast perfekt. Mehr nach rechts, links. Ja, genau. Also von der Frau, tut mir leid, lasse ich mir nicht sagen, ob rechts oder links. Das kenne ich schon. Das geht schief. Das geht schief.